Deutsche Spieler und Trainer genießen Anerkennung in aller Welt. Mit Können und Engagement haben sie den Fußball in vielen Ländern vorangebracht. Wie Otto Rehhagel, der mit Griechenland Europameister wurde. Bis heute gilt Rudi Gutendorf als der Fußball-Weltenbummler. In 28 Ländern hat er trainiert. Unter seinen Nachfolgern wird der deutsche Fußballbotschafter 2013 gesucht. Unsere Kandidaten. Jürgen Klinsmann. Als aktiver Fußballer stand er in Italien, Frankreich und England unter Vertrag. Seit 2011 ist er Trainer des US-Nationalteams. Holger Obermann leistete über 30 Jahre lang fußballerische Entwicklungshilfe. Er trainierte unter anderem in Bangladesch, Nepal und Afghanistan. Bernd Stange begann nach seiner Zeit als DDR-Auswahlcoach im Ausland zu arbeiten. Im Oman, Irak und Weißrussland war er Nationaltrainer. Otto Pfister hat viel erlebt als Fußballcoach. In 11 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas trainierte er die Nationalmannschaften. Zuletzt in Trinidad und Tobago. Michael Weiß ist seit 2010 Trainer der Philippinen. Zuvor war er in China und in Ruanda verantwortlich für die Entwicklung des Jugend- und Frauenfußballs. Einer dieser fünf wird der deutsche Fußballbotschafter 2013.